Willkommen. Heute haben wir eine Special-Folge, nämlich die Villain-Arc-Folge. Wie ihr wisst, habe ich die Villain-Arc gerade beendet. Ich habe jetzt gerade eine 10-tägige Recovery-Arc hinter mir. Heute ist der letzte Tag und ab morgen gehen 365 Tage Hero-Arc los. Aber bevor wir über die Hero-Arc sprechen, werden wir über die Villain-Arc sprechen. Ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Erzähl uns einfach mal ein bisschen. Ja, ich sag mal so, es sind 180 Tage, wo man wirklich jeden Tag sich neu erinnert und sich an einen Plan hält. Ne? Ich habe ja auch für die Energy Community so ein kleines Handbuch geschrieben, weißt du, wo ich so eine Art E-Book zusammengeschrieben habe über die Villain Arc, weißt du. Ich kann ja mal ein bisschen was hier rauslesen. Lies uns mal was vor. Ich zum Beispiel musste mir selber gestehen, dass ich nicht immer alles tue, was ich sage und dass ich oft kleine Dinge habe schleifen lassen, weil ich gewisse Sachen am Tag erreicht oder gemacht habe. Und dadurch hat sich bei mir eine neue Komfortzone aufgebaut. Habe ich zweimal am Tag trainiert, habe ich Burger, Pommes und Shake getrunken, weil ich mich so gefühlt habe, als hätte ich heute so viel getan. Was natürlich dafür gesorgt hat, dass es immer und immer und immer wieder passiert ist. So, dass ich nicht an meine Ziele gekommen bin, und immer wieder knapp vorbeigeschossen habe. Viele von uns denken, weil sie viel geben, reicht das. Doch was ist viel geben? Das ist halt das Problem gewesen vor meiner Villain Arc. Wie gesagt, ich hatte es satt, dass mir Leute sagen, was für eine Maschine ich bin. Und oh, du inspirierst mich so sehr. Und ich habe ja wirklich in den letzten Jahren so vielen Menschen geholfen abzunehmen. Und wirklich, weißt du, das ist krass. Du weißt auch, ich weiß noch, vor 2 Jahren habe ich mal jemanden in Mannheim getroffen, der mir gesagt hat, 60 Kilo wegen mir abgenommen. Und nicht das ohne Ernährungsplan, einfach nur durch Instagram, weißt du? Und oder durch die Podcasts und so, weißt du? Die wenigen das Zuschauer. Das Output die, halt einfach. Ne? Ja, genau, weißt du? Und du hast halt aber dann irgendwo in dir hast du die Wahrheit. Die hundertprozentige Wahrheit, weißt du? Kennst ja nur du, das ist es ja. Richtig. Also guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel dir etwas sage und du wirst sauer. Ja. Yeah. Innerlich weißt du, der Typ hat recht, aber du fühlst, es ist nicht mein Recht, das anzusprechen. Es ist nicht, verstehst du, sagen wir, du hast überhaupt, was hast, so reagieren ja die meisten Menschen. Verstehst du, sagen wir, das heißt, sie drücken es weg, aber innerlich wissen sie es, aber sie stehen dann für etwas Falsches ein in dem Moment, in dem sie sich aufbauschen und sozusagen sich dagegen wehren, weißt du? So manche Leute haben direkt eine, ist nicht zu akzeptieren. Richtig, das, weißt du? Ja. Und am Ende des Tages, die Villain Arc zwingt dich sozusagen dazu, wirklich alles abzulegen, sozusagen, das habe ich auch in diesen, das ist wie gesagt, es wird, die Villain Arc wird sehr interessant sein, weil ich werde den ganzen, also ich werde mein komplettes Trainingsprogramm preisgeben. Es sind 12 Wochen erste Phase, 12 Wochen zweite Phase, also die 6 Monate, weißt du, alles von A bis Z. Ich werde genau erklären, wieso, weshalb ich mich so aufwärme, wie ich mich aufwärme. Da werden verschiedene Warm-Up-Blocks sein. Also ich werde alles genau für die Leute aufschreiben, weißt du, so richtig mit Text und warum die Recovery-Arc so und so gemacht werden, warum zum Beispiel, was sich geändert hat bei mir, seitdem ich 10.000 bis 20.000 Schritte mache. Ich werde das einheitlich einmal ganz kurz für die Leute erklären. Dazu gibt es noch ein E-Book, dazu gibt es noch mein Ernährungsplan der Villain Arc und einen allgemeinen Ernährungsplan, weißt du, den Zutritt in die WhatsApp-Gruppe. Also ich würde was Cooles für die Leute aufbauen. Wir sind, wie gesagt, gerade dabei und ich denke mal so, diesen nächsten Monat werde ich das Ding raushauen. Es wird sehr günstig sein, natürlich. Du kennst mich, meine Preise sind so, ich werde nur Jugendliche erreichen. Aber ich werde halt das ganze Skript einmal rauslegen. Deshalb, ich wollte für mich erstmal die Villain Arc machen, damit ich sozusagen wirklich zu 100% darüber reden kann und denen sagen kann, ey, guck mal, diese Villain Arc ist der erste Schritt für die meisten Leute. Ja. Es wird nicht die Lösung für jeden sein, aber jeder, der eine eigene Villain Arc macht, wird danach besser sein als je zuvor. Ja. Das garantiere ich. Verstehst du? Selbst jetzt der Fußballer in der Bundesliga, der sagt, ey, weißt du was, ich werde für die nächsten 6 Monate, ich mache mal für 180 Tage all das, was ich nicht tue. All das, was in meinem Kopf eigentlich ist, was ich noch lernen wollte. Ich wollte eigentlich besser mit links werden. Ich wollte eigentlich jeden Tag 200 Schuss mit links machen. Ich wollte eigentlich jeden Tag 200 Pässe gegen die Wand mit links machen. Jeden Tag. Konstant. Das ist nicht viel Zeitaufwand.
Es ist nur Konstanz. Wenn du es über das Jahr hinaus, das habe ich in mein kleines Büchlein, erkläre ich das auch. Warm-up zum Beispiel. Warum ich Mobilität 15 Minuten jede Warm-up-Session einbaue. Weil wenn du 15 Minuten jeden Tag Mobilität machst, nur im Warm-up und dann in der Morgenroutine, hast du 30 Minuten jeden Tag konstant Mobilität für 180 Tage. Meine Hüfte, meine Beweglichkeit, alles ist in den letzten 180 Tagen viel besser geworden. Also Gesundheit alles, allgemein. Meine Gesundheit, meine Haut. Ich habe ein komplettes Biohacking. Eben. Die Willenark war ja nicht nur die körperliche Transformation bei dir, weißt du? Ganz viel hier einwerfen. Natürlich. Das war Juli 2023, ne? Bisschen oben unten, bisschen posen, wechseln mal ein, zwei Bilder, papp, papp. Und hier, da sieht man schon so, nach zwei, drei Monaten, da habe ich noch Bart gehabt. Dann sieht man in der heutigen Zeit, weißt du, so, es sind überkrasse Veränderungen. Überkrasse Veränderungen für dich. Und die Leute denken, ich habe zugenommen. Ich habe tatsächlich fast 18 Kilo abgenommen. Also, das ist so krass. Ich habe mich gestern nackt gewogen und ich war fast 111 Kilo, was mich sehr stolz gemacht hat. Also, ja. Also es ist gut. 111 Kilo, 110 Kilo. Aber ja, ich habe, wie gesagt, wir blenden das auch nochmal ein. Ja, das war noch im Mai 128,4, weißt du? Das ist krass, wenn man überlegt. Weißt du? Große Difference, Digga. Big Difference. In einem halben Jahr hast du sehr, sehr viel, sozusagen große Schritte gemacht. Und das mit kleinen Schritten täglich. Mit kleinen, manageable Schritten. Weil ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, guck mal, wir arbeiten jeden Tag. Wir produzieren Content, wir inspirieren die Leute, wir haben Kunden, wir haben... Was lasse ich liegen? Und dann habe ich mir mal die Zeit angeguckt. 7-8 Stunden durchschnittlich am Handy. Im Moment sind wir bei, lass mich lügen, Tagesdurchschnitt 3,45. Sehr stark. Schüsse von 7-8 Stunden. Das heißt, wir haben es halbiert, weißt du? Du musst ja sehen, du bist jetzt ja noch viel produktiver als genau, damals. Genau, es geht nur noch um Produktivität. Das ist es. Weil das war, was ich, guck mal, weil rechne doch mal 4 Stunden, die ich mehr habe. Das was habe ich mit diesen 4 Stunden mehr gemacht? Ja. Und das ist halt das Ding. Wir lassen so viel liegen und diese Willenorg hat mich gezwungen, nichts mehr liegen zu lassen, keine Ausreden mehr zu haben. Es gab keinen Geburtstag von keinem Kollegen, von niemandem, wo ich hingehen konnte, weil alles ab 20 Uhr Treffen war und ich bin um 4.44 Uhr wach. Das war meine feste Uhrzeit. Verstehst du? Das heißt, wie startet man seine Willenorg? Indem man wirklich ehrlich zu sich selber ist. Ihr habt das ja auch alle für euch selber gemacht. Und gesagt, ey, was sind meine Schwächen? Weg, ja. Genau, was möchte ich tun? Wie sehr möchte ich wachsen? Wo möchte ich hin? Also ich habe mir 15 körperliche Ziele aufgeschrieben, von denen ich glaube ich nur 4 geschafft habe, was für mich aber ein Riesenerfolg ist, weil diese 4 Dinge hätte ich niemals in meinem Kopf mir vorgestellt, dass ich das schaffe. Ja. Solche Muscle-Up, wie lange hätte ich schon Muscle-Up können? Ja. Habe ich jetzt mit 37 mit gebrochenem Handgelenk und zerrissenen Trizeps, habe ich das jetzt geschafft? In der Willenorg, obwohl ich schon mal geschafft habe. Ja. Wir zeigen das Video einmal, bam, alles da. Weißt du, das war Tag 114. Eben. Weißt du? Und ich habe es nicht gepostet, weil es für mich war, weißt du? Eben, Dips, oder? 50 Dips, habe ich auch geschafft, verstehst du? Mein Ziel war es, mit meinem Körpergewicht 50 saubere Dips zu schaffen. Wow, weißt du? Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich das schaffe, wirklich, weißt du? Also gewisse Sachen habe ich noch nicht ausprobiert, das kommt ja jetzt in der ersten Hero-Arc-Woche, das Testing Week sozusagen, weißt du? So da fügt man sich ins Training ein, man guckt überall, wie stark man ist, weißt du, und macht ein paar Burnout-Sets und dann, ja. Aber, ja, wie gesagt, die Willenorg hat auch die Kleinigkeiten. Es geht um die Kleinigkeiten, die man liegen lässt, wie gesagt, weißt du, weil die Kleinigkeiten sind wichtiger manchmal als die großen Dinge. Die Kleinigkeiten bilden ja das Große im Endeffekt. Brudi, die Kleinigkeiten sammeln sich an. Das ist halt das Problem, verstehst du? Also die Kleinigkeiten sammeln sich an und es häuft sich und es sammelt sich an und du hast dann irgendwann, sag ich mal, so viel angestaut und du merkst es nicht mal und du wunderst dich, warum nie was läuft. Dabei, wenn du wirklich hinguckst, siehst du, Alter, ich habe so viel auf dem Tisch liegen lassen. Jede Woche 30% liegen lassen. Ja. Jede Woche 30% liegen lassen. Weißt du, wie viel das ist auf ein Jahr gesehen?
Das ist sehr, sehr verfickt nochmal viel, weißt du? Und das ist halt das Problem. Wir lassen uns schleifen. Und diese Villain Arc hat, für mich war es so, ich gehe jetzt an einen dunklen Ort und bekämpfe meinen Villain. Wer ist dein Villain? Dein Dämon. Und diesen Dämon kannst du nur bekämpfen, indem du dich von alles, was dich ablenkt, löst. Das heißt, es gibt kein abendliches Treffen mehr, was ich auch abgeschaffen habe, direkt so nach ein paar Wochen der Villain Arc. Irgendwas zu gucken. Anime habe ich komplett abgeschaltet. Netflix gab es nicht. Ich empfehle jeden jungen Mann, Pornos wegzulassen, was ich schon viel lange vor der Villain Arc losgelassen habe. Aber all die Sachen, die dich ablenken, wie, ich habe zum Beispiel eine wichtigste Regel war, no scrolling. Ja. Verstehst du? Das heißt, es gab für mich kein Scrolling. Es gab für mich keine Reels. Das heißt, immer nach ein, zwei Reels habe ich mich dabei erwischt, wie ich gerade Reels gucke, und es wurde gestoppt. So ist die Hälfte meiner Bildschirmzeit runtergegangen. Weil wenn du viel am Handy zu tun hast und arbeitest, dann verlierst du dich manchmal in anderen Sachen, weil es so ist ja einfach extra ist. So gemacht. Das genau. Ist ja extra so gemacht. Es ist super einfach. Du hast ja dann noch offene Tabs und dann gehst du kurz bei Insta rein, slidest rein, und bei mir gibt es immer was bei Insta, immer Nachrichten, und deshalb, ich habe mir dann feste Zeiten hingelegt. Verstehst du? Und vor allem in der Villain Arc, was wichtig war, die Tage, wo man ausschlafen kann, weil es ist ein Samstag, du hast die ganze Woche bis um 4.40 Uhr aufgestanden, hast 2 bis 3 Einheiten gemacht, die Tage bin ich noch früher aufgestanden. Das heißt, jedes Mal, Sonntag, Ruhetag, Recovery-Tag, laufen gehen. Die Tage, wo ich mir wirklich gesagt habe, okay, heute kann ich mir was gönnen, waren härter manchmal für mich als die Haupttage wie Leg Day. Manchmal diese Laufeinheiten und diese Treppenlaufen, blenden wir einmal ein, waren härter für mich, weißt du, und das ist halt das Ding. Hundertprozentige Ehrlichkeit. Das ist das, was die Villain Arc verlangt. Damit du diesen Dämon, der in dir ist, der in dir wohnt, seitdem du geboren bist, seitdem du auf diese Erde kommst, der immer wieder neu programmiert worden ist, weil dieser Dämon weiß alles über dich. Das bist ja du selbst, es ist dein Kopf, es ist dein, verstehst du, diese Gedanken, die du immer hast. Der weiß genau, wie du programmiert bist. Der versteht zu 100% alle deine Schwächen, deine Ängste. Das heißt, wenn du dich nicht deinen Ängsten stellst, was passiert? Wird dein Dämon deine Ängste gegen dich verwenden. Immer und immer und immer wieder. Verstehst du, was ich sagen will? Das heißt, wenn du nicht deinen ganzen Komfortzone, deinen ganzen Müll dir stellst, wird dein Dämon dir das immer und immer und immer wieder vorschlagen. Das heißt, morgens früh aufstehen wird immer schwer sein, weil du nichts dagegen tust. Verstehst du, was ich will? Weil du nicht übertreibst. Weil für mich, ne, manchmal am Sonntag um 4.44 Uhr aufstehen war wie Himmel. Weil am Samstag um 3.33 Uhr aufzustehen war nochmal ein Stück schwerer. Das heißt, ich habe mich gefreut auf 4.44 Uhr am nächsten Tag. Ich dachte, geil. Weißt du, was ich meine? Gemütlich. Verstehst du, was ich will? Komfortzone wieder. Richtig. Verstehst du? Das heißt, selbst 4.44 Uhr hat sich auf einmal gemütlich angefühlt für mich. Kannst du, was ich meine? Und das ist halt das Ding. Es gibt so viele Levels zu dem Schild. Und es ist wichtig, in der Villain Arc einfach mal an seine Grenzen zu gehen. Es geht nicht um Ruhe. Es geht nicht um Erholung. Es geht wirklich darum, dass du ein für alle Male diesen Dämonen, und ich sag dir, eine Villain Arc meiner Meinung nach muss mindestens 180 bis 365 Tage gehen. Mindestens. Weil alleine nur vom Zucker wegzukommen, dauert 120 bis 100, wirklich wegzukommen. Also für mich war es 30 Tage. Ich hatte auch die Ketone. Weißt du, was ich meine? Nicht jeder hat die Ketone. Die Ketone, bam. Wenn du Infos über die Ketone brauchst, schreibst du ja einmal Doc Reblin bei Instagram und dann kannst du direkt starten. Aber ja, ich sag dir ehrlich, ne, diese Villain Arc hat für mich, ich bin so dankbar für die Villain Arc, weil die hat mein Leben, also wirklich mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich war ja schon auf einem guten Weg vor der Villain Arc. Wir haben gehustelt, wir waren da im Aflevo, haben Trainingspläne aufgemacht, alles Mögliche. Ja. Aber, und wir haben ja auch unser Instagram, richtig, da waren wir schon auch bei, da waren wir bei 55.000, 60.000. Es ging auf jeden Fall hoch. Es ging hoch langsam, weißt du? Wir haben echt Gas. Also, trotzdem hat man die 5% halt vergessen, ne? Wir waren bei 95%. Bruder, wir haben manchmal 95, wir haben manchmal 97. Wie oft hat man im Büro gesessen, ohne was wirklich Produktives zu tun? Jetzt, wenn wir im Büro sind, es gibt gar keinen mehr, der im Handy rumscrollen darf.
Tut mir leid, verlass bitte das Büro. Das ist diese Atmosphäre. Und das kann man erst verlangen, wenn man es von sich selber verlangt. Verstehst du? Gewisse Sachen, die mich vorher an euch gestört haben, habe ich aber selber nicht besser gemacht. Und das ist das Wichtige gewesen an der Villenort. Ja. Verstehst du? Dass du wirklich in die reinkehrst und für 180 Tage, und glaub mir, wenn du 180 Tage keinen Tag verpasst, so wie ich das getan habe, ich habe keinen Tag verpasst, ich habe jeden Tag an mir gearbeitet, jeden Tag was Ungemütliches gemacht. Ne? Das ist auch wichtig bei der Villenort, dass du jeden Tag etwas tust, was dich aus der Komfortzone rausbringt. Sei es Eisbaden, sei es Laufen gehen, sei es egal was. Früh aufstehen alleine schon. Dass du jeden Tag etwas tust, was dich aus der Komfortzone holt. Weißt du? Und wenn du mal einen Mittagsschlaf brauchst, mach es. Verstehst du? So. Fertig. Ja, die meisten Leute werden sagen, jo, ich arbeite 9 Stunden. Gerade mal was. Wir haben auch. Hey, meine Arbeit ging meistens um 9 Uhr los. Da fing mein Social Media an. Da musste ich Kunden abklappern und blablabla. Und manchmal saßen wir bis 16, 17 Uhr im Büro. Ja. Weißt du, das ist halt so. Wir haben auch. Und unsere Tage gehen leider, sondern Gott sei Dank, haben wir 7 Tage Arbeitstage. Ja, also wir haben kein Wochenende. Jetzt ist heute, welcher Tag ist heute? Montag, Sonntag? Ich weiß es ja nicht mal. Für uns ist jeder Tag der gleiche und es ist jetzt schon Dunkelwitz draußen und wir sind immer noch am Arbeiten. Ja, wir sammeln immer noch Content. Und für die meisten Leute ist das ist ja nichts. Ihr sitzt da einfach nur vor der, weißt du? Ja. Ihr habt ja Spaß dabei. Zahl mal davon deine Rechnung. Weißt du, von nichts. Zahl mal von nichts deine Rechnung. Ja. Weißt du, so, du musst jeden Tag deinen scheiß Arsch bewegen, du musst jeden Tag jeden Kunden einmal an, das ist nicht zu unterschätzen, und um all das zu schaffen, um meine Vision zu erreichen, um wirklich diese LNG-Vision, die ich habe, dass wir eine riesen Community aufbauen, die einfach wirklich an sich selber glauben, die einfach besser werden wollen und die Krieger des Lichts werden wollen, weißt du, um diese Vision zu erfüllen, muss ich erstmal an einen dunklen Ort gehen, muss ich meinen Willen besiegen, weißt du, und ihn komplett batt machen. Weil diese Stimme wurde groß gemacht. Verstehst du? Durch die vergangenheitlichen Niederlagen, durch die ganzen Niederlagen, die du eingesammelt hast, hast du diesen Dämon immer mehr und mehr gefüttert. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Deshalb, Leute, schreiben mir, wie kann ich endlich aus dieses Loch rauskommen? Wie komme ich aus meiner Faulheit raus? Ihr müsst verstehen, dass ihr diesen Dämon gefüttert habt. Es ist genau wie mit Zucker. Wenn du ein fettes Schwein bist, dann bist du fett nicht ohne Grund. Das heißt, was musst du tun? Du musst dich erstmal aushungern. Du musst erstmal langsam deine Kalorien runterfahren. Du musst Zucker verzichten. Und genau dasselbe musst du mit einem Dämon machen. Du musst langsam gewinnen. Kleine Siege. Und du musst verstehen, dass das, was du sozusagen selbst sabotiert hast, über Jahre, nicht einfach in einer Woche umgedreht ist. Du musst am Ball bleiben. Deshalb ist jeder Tag so wichtig in der Villenork. Jeder einzelne Tag. Und es gibt kein ich guck zurück, es gibt kein ich guck nach vorne. Es gibt nur ein wie spät ist es? Es ist 6 Uhr. Um 6 Uhr steht auf meinem Plan, guck mal, ich kann euch wieder ein bisschen hier reinlesen, weil das wird ein sehr interessantes Produkt für euch. Kleiner Leak. Als Beispiel, 4.44 Uhr aufstehen, 3.33 Uhr am Samstags, 5 Uhr lesen beim Kacken, 5.20 Uhr Animal Flows und Seilspringen, 5.30 Uhr Handstand, 5.45 Uhr Spagat, 6 Uhr Cold Plunge und Wim Hof, 6.30 Uhr Get Ready, 7 Uhr zweite Einheit, 9 Uhr fängt die Arbeit an. Und ab 14, 15 Uhr war dann optional, je nach Tag, eine dritte Einheit. Und ab 15, 16 Uhr war es dann Kinder, Frau. Und ab 19 Uhr gab es eine Abendroutine, die wieder aus ein wenig lesen, stretchen und runterkommen. Als Beispiel, das war zum Großteil meine Routine. Und das ist halt wichtig zu verstehen, der Villenorg, dass man Sachen auch umändern kann. In der Villenorg. Aber nicht zum Vorteil, Leute. Nicht zum, oh, das ist mir zu schwer. Sondern, dass man wirklich guckt, okay, was ist jetzt einfach geworden? Wo kann ich es ein bisschen schwerer machen? 100% Ehrlichkeit. Das versuche ich den Leuten zu erklären. Das ist so wichtig an der Villenorg. Zu verstehen, wie dieser Dämon funktioniert. Weil selbst wenn du jeden Morgen 1 Kilometer läufst,
Das Problem ist, die meisten Leute bleiben bei 1 Kilometer irgendwann stehen, weil sie denken, es reicht. Aber jetzt hast du den Dämon ein kleines Stück kleiner gemacht, aber er ist ja immer noch da. Es geht wirklich darum, den Dämon so klein zu machen, dass er nie wieder seine Stimme erheben wird. Verstehst du? Und selbst ich, nach der Villain Arc, habe immer noch harte Tage. Ich freue mich, dass ich in der Recovery Arc einfach ohne Wecker aufzustehen, einfach schlafen kann und mich gehen. Es war schön, aber ich merke, ich brauche die Hero Arc morgen. Nee. Ich brauche mein 4 Uhr aufstehen, ich brauche meine eine Stunde Morgenroutine und nicht bei der Recovery Arc, was ja eine 15 bis 20 Minuten Routine. Ich brauche richtig, ich muss Gas geben, ich will Dampf geben, verstehst du, was braucht mein Körper? Weil Stillstand ist der Tod. Und das ist, was viele Leute nicht verstehen. Wir sind nicht mehr in unserer Natur. Wir waren Wanderer, wir waren Jägerer. Wir waren Wanderer und Jäger und wir haben uns ständig bewegt. Wir haben ständig kreiert. Verstehst du? Wir sind göttliche Wesen, die hier sind, um zu kreieren. Was tun wir jetzt? Wir existieren nur noch. Wir vegetieren dahin. Wir liegen den ganzen Tag auf einer verdammten Couch rum, starren ins Handy oder aufs Fernseher, verstehst du, und haben Muskelkater vom Chillen. Die meisten Leute sind kaputt vom Chillen. Sie sind kaputt von ihrem Leben. Von der Arbeit, die sie machen, von den Gedanken, die sie haben, von ihrem Umfeld. Sie können nicht mehr. Sie kotzen. Verstehst du? Negativität überall, wo du hingehst. Das siehst du nach Weihnachten, das siehst du in dem Fall. Leute, geht's nicht gut. Vor allem nicht hier. Und das ist halt das Ding, weil keiner 100% ehrlich zu sich ist. Keiner nutzt wirklich den Tag, wie er es nutzen müsste, um voranzukommen. Weil wenn du 9 Stunden arbeitest, ne, ist die Villain Arc genau perfekt für dich. Wenn du deinen Job nicht magst und 9 Stunden arbeitest und was Besseres für dich findest, dann wird die Villain Arc dich dahin bringen, weil du willst aufschreiben, was du möchtest. Willst du Vertriebler werden nebenbei? Rate mal, was du dann tun musst. Du musst jeden Tag 30 bis 60 Minuten in der Villain Arc Zeit haben für diese Sachen. Ich habe Lesen 2-mal am Tag reingetan. Warum? Weil ich besser werden muss. Ja. Ich möchte gerne als Ernährungsexperte, ich möchte gerne mein Wissen aufstocken, was Mindset angeht, was Psychologie angeht und so weiter. Natürlich ist Leben eine Schule, aber wir haben so viele schöne Schriften, so viele schöne Wörter in Bücher geschrieben, die uns weiterhelfen können. Verstehst du, sagen wir? Das heißt, wenn du etwas willst, dann musst du 100% dafür geben. 99% reicht nicht. Und dafür, wie gesagt, ist die Villain Arc da. Und die Villain Arc hat mir so viele schöne Erkenntnisse habe. Also wir haben echt auch als Team ein Riesenwachstum gemacht. Safe, jeder hat persönlich krasse Sprünge gemacht in diesen 6 Monaten. Ja, wir haben sehr, sehr viele Leute inspiriert. Das ist das, was ich feiere, dass wir echt in diesen 100... Viele haben auch eine Villain Arc gestartet. Alter, wir haben 180 Tage wirklich... Sehr krass. Und was die Leute nicht verstehen, die 100%ige Ehrlichkeit zu sich selber erlaubt ja auch erst, dass man zu anderen Leuten 100% ehrlich sein kann. Es funktioniert gar nicht anders. Richtig. Und das ist halt das Ding. Dadurch, dass ich zu 100% ehrlich zu mir bin, bin ich, also guck mal, und das ist, was viele Leute nicht, Leute verstehen nicht, ich glaube 99% der Menschen sind Lügner. 100, nein, weißt Digga, du? Es ist so. Notlügen, kleine Lügen, das ist, verstehst du, es gibt für mich keinen Grund zu lügen. Das ist das Ding. Es gibt für mich gar keinen Grund zu lügen. Es gibt gar keinen Grund für mich überhaupt eng, weil für mich, es zählt nur noch Ehrlichkeit. Weißt du, Ehrlichkeit zu mir selber, Ehrlichkeit zu meinen Mitmenschen. Und ich will auch gar nicht, die Ehrlichkeit führt auch dazu, dass du auf einmal nicht mehr mit Menschen zu tun haben willst, mit denen du gar nicht, weißt du, mit denen du überhaupt nicht vibest, die überhaupt nicht in deine Richtung schwimmen. Ja. Weißt du, und es tut mir auch nicht leid. Viele haben ja auch gesagt, du bist egoistisch, dass du eine Villain Arc machst. Das ist nicht egoistisch. Ja, natürlich. Ja. Weil man nicht mehr der ist, den die Leute gewohnt sind, der man ist. Verstehst du, will. Und auf einmal ist man ungemütlich, weißt du, weil man chillt nicht mehr. Und das ist halt das Ding. Für mich, diese Villain Arc hat mich als Vater, als Ehemann, als Leader, als Mensch, als Mann, hat mich das um 180 Grad gedreht und noch viel besser gemacht. Und hat jetzt sozusagen erst eine Tür geöffnet. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Es ist eine lange Journey. Weißt du? Und wer 100%ig Glück sucht, wird es nicht finden. Wer aber 100% ehrlich zu sich selber ist, wird viel mehr finden, als er sich je vorstellen kann.
Weil wir haben immer nur eine Vorstellung von einer schönen Zukunft und machen uns damit sogar klein, weil wir nicht im Jetzt leben und nicht jetzt wirklich zu 100% was dafür tun, dass wir eine schöne Zukunft haben. Weil tust du im Jetzt was für eine schöne Zukunft, hast du eine schöne Gegenwart. Weil der Weg ist das Ziel. Leute, wir sehen uns morgen schon Kochsendung, letzte Folge, oder? Ja, Mann. Leute, ey, schaltet ein, Mann. Macht mal richtig Kommis, teilt das und supportet uns. Und wenn ihr uns wirklich supporten wollt, guck mal, wir haben hier Krieger des Lichts Hoodies. Die Dinger wird es noch ein paar Tage geben und dann sind sie raus. Supportet uns, indem ihr uns schön hier auf unseren Energy Brand Merch Shop einmal besuchen kommt und schreibt gern in den Kommis, was ihr als nächstes wissen wollt von mir. Ob ihr irgendwie was Persönliches von mir wissen wollt, let's get it.